Da fährt es einen Dapfelrot. Das feuerrote Mobil der Hachenburger Brauerei. Viele durstige Kehlen warteten schon gespannt auf das Braumobil. Große Freude herrschte bei den Dapfelrotern, die sich am Dorfgemeinschaftshaus versammelten. Hier war alles auf den Beinen, als der feuerrote Durstlöscher der Westerwaldbrauerei samt Besatzung vorfuhr, um die Gewinnergemeinden der gemeinsamen Biercoupon-Aktion der Hachenburger Brauerei und der Rheinzeitung bekannt zu geben. Daher dürfen sich die Vitaler über das Fest mit 2000 Litern Aroma-Hopfenpilz und der notwendigen Ausstattung freuen. Der Jubel der Dapfelroter aller Altersstufen kannte keine Grenzen. Als Glücksklaus Strüder namens der Brauerei dann feststellte, dass hier die Fleißigsten sich zusammengeschlossen hatten. Ja, ich freue mich ganz besonders, dass Dapfelrot heute den ersten Preis bei dem großen Aroma-Hopfen-Bierfest der Hachenburger Brauerei gewonnen hat. Wir haben hier gerade gemeinsam mit der Rheinzeitung gratuliert. Und allein der heutige Tag, da sieht man wieder, wie flexibel die hier im schönen Wiedtal sind. Die haben uns hier einen ganz, ganz tollen Empfang vorbereitet. Es gibt sogar was zu essen. Ich bin davon überzeugt, dass wir hier eine wunderbare, gemeinsame, schöne Feier verbringen werden. Ortschefin Kirstin Hart, eine treibende Kraft bei der Aktion, vergaß bei allem Jubel nicht, den Bürgern der Nachbarorte zu danken, die fleißig für Dapfelrot mitgesammelt hatten. Denn um so viele Coupons zu bekommen, waren fleißige Hände aus den umliegenden Orten notwendig. Das zeigt doch, wie stark die Gemeinschaft hier bei uns im Dorf ist. Und vor allen Dingen, dass alle Nachbargemeinden für uns mitgestimmt haben. Das ist richtig klasse. Also ein paar fremde Coupons sozusagen. Ja, was heißt fremde? Sie sind ja auch alle herzlich eingeladen. Das sind Leute aus Niederbreinbach, Melsbach, alle umliegenden Ortsgemeinden, Wolfenacker. Und das ist richtig klasse, dass alle für uns mitgestimmt haben. Dabei wurde auch schon mal in die ein oder andere Trickkiste gegriffen, wie uns Helmut Sager verrät. BRK-Krankenhaus, unser Koch, Leutesdorf, Ellingen, Westerwald, Börder, Wolfenacker, Waldbreitbach, Hausen, Siebenmorgen, Niederbreitbach, Dierdorf, Melsbach, Rossbach, Oberraden und alle Einwohner. Und ein besonderer Dank gilt den blauen Mülltonnen. Die Ortsbürgermeisterin freute sich, dass der Hauptpreis nach Dapfelrot ging. Natürlich sind auch die Oberradener gerne gesehene Gäste im malerischen Vital. Ich möchte mich vor allen Dingen bei allen Dorzertern hier bedanken. Das ist eine super klasse Unterstützung von allen. Jeder hat mitgemacht und ich denke mal, das wird ein super Fest. Und wir laden auch vor allen Dingen unsere Mitstreiter, Oberraden ein. Die sind herzlich eingeladen zum Fest. Allerdings müssen sie mit dem Bus kommen, weil wir haben nicht so viele Parkmöglichkeiten. Klaus Strüder und Katrin Wagner freuten sich mit und für die Bürger von Dapfelrot und dankten ihnen für die unglaubliche Begeisterung und den riesigen Einsatz beim Sammeln, Ausschneiden und Beschriften der Biercoupons. Eins steht auf jeden Fall fest: Das Hachenburger Aroma-Hopfen-Bierfest ist ein großer Publikumsmagnet.